Ach, ey, so cool, ey. Ich werde so viele Klicks generieren bei diesem dicken Post-Thumbnail. Ja, so cool. Oh, die Aufnahme läuft ja schon. Hallo Leute. Willkommen zurück zu einem neuen Part. Das habt ihr gerade nicht gehört und ich bin gespannt. Alter, ist das hier hübsch. Mann, man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Soll man Bayonetta angucken oder soll man die Umgebung sich angucken oder was soll man machen? So, letzten Part schön eingekauft bei Wodan, dem alten Haudegen, der uns unterstützt und bisher auch wirklich ein netter Was zum... Die hat gerade einen Wandsprung gemacht. Warte mal, wie kann man denn... Ah, ja doch, kann sie ja. Kann sie aber bloß einen. Also so ganz geskillt wie Mario ist sie dann doch nicht. Das sind immer so hier ganz viele Trappen. Trappen, gibt bloß einen Wandsprung. Gut. Oder? Ist da irgendwie... Könnte da irgendwo hingehen? Nö. Dum-dum-dum-dum-dum. Oh nein. Alter, wieso hat sich das ganze Grundstück hier erhoben? Oh Gott. Oh Gott, nein. Ich ahne Schlimmes und Böses. Boah! Alles kaputt. Okay. Ja, kriegen wir ja vor Angst, ey. Ja, okay, da komme ich nicht rauf. Dann gehen wir mal ganz vorsichtig unter Wasser lang. Boah, hol ich hier im Po an. Hier ein bisschen Red T-Shirt-Contest machen mit Bayonetta. Speichert. Oh nein, es hat gespeichert. Nein, warum hat es gespeichert? Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, was ist hier los? Oh, oh Gottes Willen, wir sind wieder oben. Um Gottes Willen. Cool. Ich bin ja richtig Beklemmung hier. Wow! Ach, du hast dich hier also unter den Boden lang gegrabt. Oh. Hopp. Hi. Hopsala. So, jetzt sind wir irgendwo rein? Tunnelmäßig oder sowas? Nö. Ah, da kam der Typ gerade raus. Okay, alles klar. Ist also klar, wie ich losbrühe hier. Hopp. Twip. Ich sehe nichts weiter außer offene Fenster, aber okay. So, machen wir auf die Tür hier. Öffnen. Knacks! So, hier noch mehr kaputt? Ist hier noch irgendwas versteckt? Nee. Wo ist. Unter Wasser. Lalala. Ja, welche Truhen? Ich weiß nicht, ob. Ich sammle mal trotzdem auch immer das Kleingeld ein. Das scheint ja ganz schön. Viel doch immer zu geben. Ah, und die letzte Zutat. Horn des Einhorns. Durch Kristallisierung gehärtete Brauzutat der Hexen. Sie ist ohne weitere Zutaten nutzlos. Genau. Jetzt müssten wir alle Zutaten gesammelt haben, die es auf jeden Fall auch schon in Teil 1 gab. Und, ja, ich bin gespannt. Grüner Lorbeerkranz. Energie aufgefüllt. Oh Mann, ist das hier hübsch, ey. Esplanade der Kaskaden. Wow. Das ist ja nochmal Wodan. Wieso ist der da nochmal? Okay, der kommt ja anscheinend öfter vor in dem Spiel. Eins noch in Teil 1. Oh, das war viel Geld. So, ich weiß auch nicht, ob ich nochmal da hingehen soll zu ihm, weil ich habe nicht so viel Geld. Ich kann mir eh nichts kaufen. So, hier haben wir... Was ist das denn? Midas Testament. Wer diese Glocke läutet, wird mit unerwartetem Wohlstand gesegnet. Okay. Ah, ist auch so ein Item, was man einsetzen kann. Der Typ hier voll. Was war das denn? Ja, stimmt auch, Mann. So, was ist das hier? Das ist... Nee, dann brauchen wir erstmal nicht nochmal betreten. Waren wir ja gerade... Oh, schön kaputt. Oh, man kriegt hier so schnell Geld irgendwie oder kommt mir das alles nur so vor? Beim ersten Teil war ich echt immer knapp bei Kasse und da kommt man echt immer nur nach irgendeinem Bosskampf oder nach einem Kapitel immer nur einmal einkaufen gehen und dann muss man wieder lange warten. Die ganzen Sachen gehen ja auch alle viel schneller kaputt. Ist schon cool und... Was zur Hölle? Hä? Das hier sieht aus wie das Abbild eines Umbra-Schreins aus grauer Vorzeit. Ich muss alle Scherben einsammeln, solange dieses Gedächtnis der Zeit wirkt. Ach, man... Okay, man muss hier Truhen sich wieder herstellen? Oder mit Zeit? Wartet. So, eine ist da. Ich dachte, ich habe die eingesammelt. Hat die jetzt nicht eingesammelt? Nö, anscheinend nicht. Toll. Ich dachte gerade, ich habe die eingesammelt, aber ich bin irgendwie nur vorbeilaufen und da... Lorbeerkranz. So. Das ist ja geil. So eine fetten Truhendinger. So. Okay. Und wo ist denn jetzt noch? Wo sind denn noch die anderen beiden Dinger? So. Bayonetta rennen. Oh. Warum rennt die denn nicht? Was passiert? Oh, ich komm. Och, Mensch! Oh Gott. Leute, wir kümmern uns gleich nochmal um die Truhe. Wer ist der kleine Typ?
that went quick? What do I ever do to them? I'm never gonna reach Fimbulventa at this rate. Well, at least it won't be a boring trip. Huh? You can see me? You're putting on quite a show, little magician. Oh, you like that, huh? Wait till you see the climax. Silly girl. You'll have to do better than that to earn a tip, my dear. Who the hell are you? I'm just an innocent little girl lost in Wonderland, suffering at the hands of the Queen's trumped-up troops. Hit one, huh? Enough riddles. How can you see me? Because we're both in Purgatorio. Purgatorio? So, are we heading to Fimbulventa on a shopping trip for Mummy, little one? Maybe. But she told me never to talk to strangers. Stay out of my way, or I'll make sure you never get in it again. Ooh, scary. Off with their heads, eh? Voll durchgeschossen. Na, wer ist denn der kleine Hopper? Oh, ein Ur-General von denen oder was? Erzengel der dritten Sphäre. Accolade. Akkulet. Wow! Na dann, let's get ready to rumble! Wow! Wow, wow! Aber so doch nicht! Oh, Hexenzeit, kaum gewirkt. So. Gleich bin ich bereit für den Umbra-Climax! So, so! So, okay, und wir strafen den Typen. Was? Was war bestrafen? Von den Arschmüll gezwickt? So. Zack, also ausweichen geht echt leichter als im ersten Teil noch. Ich einfach den Arsch geklatscht, ey. Oh, yeah, yeah, yeah. So, down gemack. Oh, ein Schmetterling. Der hilft mir, meine Magie aufzufüllen. Zack, stimmt's? Lila Schmetterling. Dieser Stein in Form eines Schmetterlings besitzt magische Kräfte. Füllt die Zauberkraft bei Erhalt sofort wieder auf. So. Oh, oh, aber so. Was fährt denn da runter? Einfach so ein komischer Laserstrahl. So. Umbra, Climax, zack! Alles zerfetzen hier, boah! Boah, ist er richtig overpowered, irgendwie schlitt. Ihhh! Was ist das denn? Voll so ein komischer Frosch. So, okay, und zack! Richtig cool. Und, Two of Kind. Boah, da rieselt das Geld, ey, schon 8000. Wow! Wow. Mist, Doppeltreffer. Und tschüss. Cool. Okay, jetzt können wir nochmal versuchen. Ah, und es gibt wieder LPs. Cool. Eine neue LP. So, Gold sogar. Nun, 600 Bonus. Hm. Goldene LP der Engelshymnen, Einzug der Gladiatoren. Die goldene LP enthält die kristallisierten Stimmen der Engel. Auf die Oberfläche wurde eine Art Silhouette gemalt. Genau, und die Dinger kann man halt bei Rodan abgeben, dann kriegt man dafür neue Waffen. Das kann ich ja nochmal tun, aber erstmal unbedingt nochmal gucken, dass ich die Truhe da rauskriege, die Truhe. Ich rieche nämlich ein letztes Herzteil. So, komische Truhe hier. So, okay, und nochmal untersuchen. Genau, sieht aus wie ein Abbild. Also da ist 1, 2, 3,
hier. Ah, wo ist die fünfte? Keine Ahnung, Leute, wo ist das fünfte? Ich weiß es nicht. So, eins. So, hier schön runterrennen. So, unter Wasser kann ich wieder nicht so schnell rennen. Zwei. Oder kommt das fünfte? Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt alles hier einsammle. So, na komm schon. Oh Gott, nein. So, ja, wo ist jetzt der fünfte? Oder ist er wieder ganz, ganz hinten? Mann, man sieht ja aber auch nichts. Ist er wieder am Anfang? Nee, wo ist das fünfte Ding? Vielleicht hier unter? Nee, ah, hier ist wieder ein Bonusraum, okay. Da ist eine andere Truhe. Tja. Ich habe keine Ahnung, wo das letzte Teil ist. In der Mitte? Ich sehe es auch nicht. Na gut. Das war nix. Okay, aber dann haben wir aber trotzdem noch einige andere Sachen hier zu erledigen, wie die Truhe und diesen Bonusraum. Da muss ich mal gucken. Also, der zeigt mir nur vier Dinger an. Wo könnte das letzte sein? So, dann haben wir hier. Ah, noch so ein Lutscher, der lila Zauberlutscher. Ein Lutscher, der ein aufmerksamkeitsförderndes Extrakt enthält. Das Zauber, die Zauberkraft wird aufgefüllt. So, dann mal gucken, ob der dritte Ding auch noch, ob das alles so einfach bleibt hier in diesen Alfheim-Muspelheim-Welten. I'm gespannt, Quoots. But. So, gleich mal loslegen. New Trap. So, nächste Mission. Submission. Besiege Gegner, um Zeit zu gewinnen. Besiegst du die Gegner, wird der Timer teilweise aufgefüllt. Okay. Klingt auch machbar. So, und dann. So, und dann müssen wir nochmal. Doch zu Rodan. Bestrafen. So. Wow, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Oh Gott. Ich muss meinen Gegner besiegen. So, komm schon. Okay, plus 4 Sekunden. Toll. Oh Gott. Na, komm schon. Verdammt, verdammt. Ah, ich brauche Zeit. Das gibt's ja wohl nicht. Wie lange dauert denn das? Okay, plus 4 Sekunden. Die Dinger hier, die bringen bestimmt viel mehr. So, Folterangriff. Oh Gott. Ja, plus 3 Sekunden, toll. Nein! Oh, Mist. Okay. Es wird trickiger. Kann man aber eigentlich auch schaffen. Bin ich der Meinung. Also los, nochmal. Ich muss bloß ja echt vielleicht erst die Kleinen besiegen, weil die Kleinen sind ja am einfachsten zu besiegen, bringen aber 4 Sekunden anstatt nur 3. Krass. So, oder ich mache mal das hier. Bringt ja anscheinend auch was. Immer mehrere Gegner auf einmal. Hier, mach ich den ja auch schön beide erwischen hier. Ja, machen wir ein bisschen lame hier. So. So, oh. Oh Mann, Mann. Oh Gott. So. Und Fußstapfer. Okay. Huh. Komm schon. Und Fußstapfer. Nax. So. Nein, nein, nein. Nein. Oh Gott. Immer nur ganz wenig Sekunden dazu, ey. Mann, warum sterben die denn nicht? Stirbt du Sau. So. Du bist der Letzte. Ja, toll. Ach, Mist. 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 Oh, jetzt wäre er beinahe gestorben, ey. Ah, 10 Sekunden zu spät. Nun gut. Egal, was mache ich jetzt? Nö, alles hier gleich mitnehmen. So, bestätigen. So, dann kann ich nicht irgendwie, gibt's irgendwie bessere Methoden? So, nur 30 Sekunden oder was hat man am Anfang Zeit? So. Okay, das ist mit dem Bestrafen ein bisschen doof. Das dauert zu lange. So. Ich brauche den Umbra-Climax, brauche ich voll, glaube ich. Habe ich doch bald. Wartet. So. Ja. Oh Gott, macht. Ah, der hat ihn nach oben geschossen, die Sau. Hopp. So. Nein. Okay. Mann. Mist. Okay, jetzt habe ich hier. Okay, jetzt habe ich den Umbra-Climax hier. Was kommt? Oh yeah. Alter, schön zerlatscht. Gut. Geschafft. Yes. Das letzte Herzteil. Das erste, was uns einen kompletten Herzcontainer gibt, sag ich mal so schön. Und hat sogar Gold gebracht. Bisschen Bonus, Money Money. Swing, ein Hexenherz. Alle Teile fügen sich zu einem Hexenherz zusammen. Zack. Oh, schön viel mehr Magic.
gut raus hier. Ich bin immer noch fragwürdig um das Geheimnis der komischen Truhe da. Sehr verwirrend. Aber, na wartet mal, ich guck mal. Ich glaube, ich habe irgendwie eine Vermutung, wo das sein könnte. Ihre Haare, ey, wie das aussieht. Ja, könnte echt denken, sind ihre Achselhaare. Stell dich mal vor, der ist komische Achselhaare. Die im Wind so wehen. Aber nein, das sind Schulterpolster. Cool. So, ist auch verschwunden. Gut. Dumm, 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 dumm. Sonst im Wasser ist hier ja nichts. So, raus hier. Okay, hochheben. Boah, ist ja cool. Okay, nochmal. Hier, grabben und weg damit. Alles kaputt. Schön Geld. So, dann haben wir hier auch noch ein kleines Büchlein. Ah, das ist, glaube ich, so ein Ding, dass ich hier die Wand hochlaufen kann. Aus Teil 1 auch bekannt. Sonderbare Reliquien. Sonderbare Reliquien, hier ist alles sonderbar. In Natuon finden sich die Ruinen zahlreicher Reliquien. Viele von ihnen sind lange schon zerfallen. Trotzdem spricht man diese Ruinen noch immer eine spezielle Verbindung zu Gott des Chaos zu. Die rampenähnliche Skulptur vor der Basilika soll ein geheimer Pfad sein, der einst zum Reich Gottes führte. Das zumindest hat mir ein alter Kauz erzählt, den ich auf dem Esplanaden der Kaskaden traf. Er meinte auch, dass Auserwählte in der Lage waren, ihn emporzulaufen. Zugegebenermaßen ist der Alte nicht die glaubwürdigste Quelle, aber man nimmt, was man kriegen kann. Er muss jedoch sofort durchschaut haben, dass ich ein Tourist bin, so genau wie ich mir alles ansah. Vielleicht lässt sich durch diese Skulptur ja die Schwerkraft kontrollieren. Würde ich doch nur einen Nachfahren dieser Auserwählten kennen. Ich würde nichts lieber tun, als ihn über das Thema zu befragen. So, bisher haben wir auch alle Bücher? Nee, doch nicht. Oh, sind ein paar Lücken schon. Aber es sammelt sich eventuell trotzdem. Dann sind wir jetzt hier aber auch so weit durch. Mit bloß noch dieses olle komische Buch da, was ich noch finden will. Hier ist ein Boot. Boot kaputt machen? Ah, da ist noch eine Truhe. Da hinten ist noch eine Truhe. So, rennen. Oh, hoppala. Hier steht alles hier rum. So, das sind ja übrigens so eine Särge gewesen. Das sind so eine Hexenschreine. Und da oben ist so ein Deckel von den Lungenweisen raufgebasht worden. Oh, einfach nur schön viel Geld. So, 15.000 kann ich mir gleich noch eine Technik holen, die 15.000 kostet. Da habe ich wenigstens schon mal alle billigen Dinger. Mann, du sollst rennen. So, warum klappt das denn manchmal nicht? So, so. Okay, kurz nochmal zu Rodan. Abhotten. Das Tor zur Hölle. Betreten. Warte mal. Oh, was war das denn? Voll vom Boden lang geglitten. Wow. Yeah, yeah, yeah. Wow, 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 yeah. So, nun denn. Scheiße, ich würde Grund hier zu sein. Willst du eine Zigarette, Mann? Angela Kim's Gold LPs. Angels in Agony are pretty much my slow jams. I play that back home, and the demons will be lined up to get down. Lucky for me, I got a few jams of my own cooking that'll need a little demon kick to finish them off. That LP is just what the doctor ordered. Now hand it over. And I'll go get my swerve on. Genau, und jetzt holt er uns halt Waffen aus irgendwelchen, aus der Hölle oder sowas. Dauert ein bisschen, aber dann. This motherfucker did not want to listen to reason. It's all good. Oh Mann, ey. Put him to work. So, ah, die Rakshasha bekommen. Okay, neue Schwerter, geil. Neuer Artikel zum Tor der Hölle. Eine von Rodins Schätzen ist eingetroffen. Lass dir das neue Hexenparfüm Umbra-Eleganz nicht entgehen. Ah, nee, dann habe ich auch schon den noch. Da habe ich auch schon noch Erfahrung. So eine Outfits, die machen fast ja nicht. So, die Variante davon brauche ich nicht. Ich habe ja schon die richtige Waffe. So, dann holen wir uns noch eine 15.000er-Technik. Die High Heel, der High Heel, oder Breakdance. Bei diesem Rundumschlag wirbelst du mit im Spagat umher, auch im Sprung einsetzbar. Ah, das ist dieser! Okay, dann, das will ich haben. So, okay. Gut, danke, Rodan. Tschüss, Rodan. Nee, aber was hab ich ganz vergessen zu sagen. Ich wollte mal, in irgendeinem anderen Part habe ich meinen Satz nicht richtig zu Ende sagen können. Ich finde es cool, dass sie jetzt richtig übersetzt haben. Ich meine, in dem ab 18 Spiel, wenn da irgendeiner Motherfucker gesagt hat, ja, dann wurde übersetzt in Arsch oder Arschloch. Und hier ist richtig dieser Wichser, Mann. Und dieser Ficker, also richtig übertrieben. Naja, ist halt ab 16, mein Gott. Ist da bloß ein Wort, Mann. Worte sind wie Projektile. Und wenn man das Schießpulver entfernt, dann, egal.
So, probier's jetzt noch einmal. Der Part ist schon wieder vorbei, aber ich probiere mal noch einmal dieses... die Truhe dazu kriegen. Ich schätze mal, ich muss hier lang. Ach, hier geht's ja gar nicht lang. Ich komme hier nicht runter? Hä, wo ist denn dieses olle letzte Teil denn? Oder muss ich nochmal zurückgehen, um das zu kriegen? Ist das irgendwo hier ist oder so? Ich guck einfach gleich mal. So groß ist das Gebiet ja nicht. Das muss ja hier irgendwo sein. So, okay. Oder sieht man das jetzt schon mal Anfang an irgendwo? So, nee. Da ist irgendwie... Teil... Ja, eins... Zwei... Drei... Vier... Das ist komisch. Das ist schon komisch. Jetzt will ich erstmal gucken. Ist das hier irgendwo? Das fünfte Teil? Nö. Es ist nicht. Das sieht also aus, als... Na, komm schon. Oh, Mann! Jetzt ist es... Jetzt ist es... Jetzt ist es zu schnell gewesen, wisst ihr? So. Wartet mal, ich gucke sowieso. Ich weiß ja, dass da unten die anderen Teile sind. Ist das letzte hier oben oder was, wenn ich hier hochlatsche? Nee. Und da will ich jetzt mal lieber noch nicht rein, weil sonst bin ich wieder ganz woanders und check das nicht, wo das letzte Teil ist. Aber das ist halt da oben. Das könnte ja auch sein. Da oben ist doch irgendwas. Warte mal, was ist denn da oben? Das führt mich doch nicht umsonst dahin. Da oben? Hey, da ist aber auch nichts. Hä? Wo soll denn hier noch das letzte Teil sein? Ich gucke, da ist nichts. Nö. Nun gut, dann... Freunde, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Das war wieder ein schöner Part, obwohl wir nicht weit gekommen sind, aber es gibt halt einfach so viel zu entdecken. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Kapitel 1 dauert immer noch. Alter, das Spiel hat einen schönen Umfang zugenommen, muss man ja echt sagen. Ciao!